Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Und ich habe immer noch richtig Bock auf das Spiel. Ich hoffe, du auch. Im letzten Part haben wir hier die Prüfung des Atlas hinter uns gebracht. Ein ziemlich abgefahrenes Konstrukt, wie ich finde. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier schon durch können. Aber ich glaube, hier gibt es mal wieder eine Übersetzung. Ein in zwei unterschiedlichen Stilen gearbeitetes Wandbild. Okay. Wir gehen mal kurz wieder auf Tauchstation. Oder auch nicht. Da können wir wieder hoch. Trotzdem gucken wir mal, ob sich hier irgendwas verbirgt. Ja, am nächsten Lagerfeuer wird aufgerüstet. Obwohl ich das eigentlich schon beim oder kurz vor der Prüfung des Atlas gemacht habe, wundere ich mich, dass ich jetzt gerade noch hier ja den Rucksack voll habe. Irgendwie komisch. So. Also, hier können wir hoch. Und da müssen wir hin. Aber wer sagt's denn? Ein bisschen was können wir doch noch sammeln. Aber sobald wir am nächsten Dorf sind, werde ich mal gucken, dass wir hier irgendwie einen großen oder einen größeren Rucksack einkaufen können. So, hier geht's weiter. Man muss man erstmal genau hingucken, wo man lang muss. Beziehungsweise, wo man sich greifen kann. Das war ja auch schon mal der Prüfung des Adlers, so. Da stand ich auch minutenlang, wie gesagt, darum. Musste erstmal gucken, wo kann ich denn hier überhaupt hoch? Taschenlampe. Der Blick von hier oben ist unglaublich. Die verborgene Stadt muss hier irgendwo sein. Lara, ich hab's geschafft. Ich betrete eine Höhle. Jonah? Verdammt. Okay. Ja, dann gehen wir weiter. Ich habe einen neuen Move. Hakenaxt. Drücken Sie Quadrat im Sprung, um mit der Hakenaxt über Klüfte zu schwingen, na also. Und die Geier kreisen schon. Ich kann nicht tiefer runter. Drücken Sie Quadrat im Sprung. Also erstmal mit X abspringen, nehme ich an. Verdammt! Oh, oh, oh.
müssen wir hin. Hier müssen wir hin. Kurz positionieren. Komm, Lara, das schaffen wir. Ich muss vorsichtiger sein. Okay, weiter geht's. Ich muss weg. Das war knapp. Das kannst du mal laut sagen. So, die Adler, die Geier haben umsonst gewartet. Nicht abgestürzt, war knapp. Wir haben überlebt. Schwalbensprung. Drücken Sie X, um zu springen. Drücken Sie. Kreis. Um einzutauchen. Turmsprung. Alle Schwalbensprünge ausführen. Okay, anscheinend gibt es mehrere. So, Gott sei Dank keine Killer-Karpfen hier drin. Oder Killer-Aale. Alles klar. Und da haben wir so einen blauen Frosch. Sollen wir es wagen? Ist ja nie, was man hier so findet. Ja, zumindest das können wir noch einsammeln hier. Wasserqualität ausgezeichnet, würde ich sagen. Wir haben es geschafft. Jonah, ich glaube, ich habe sie gefunden. Die verborgene Stadt. Ich suche jetzt nach der Schlange mit dem silbernen Auge. Die Schlange mit dem silbernen Auge. Okay. Wir sind nicht die Ersten hier. Die haben es hier nicht geschafft. Ich hoffe nicht, dass dieser einsame Wolf hier wieder rumgeistert. Ihr erinnert euch, der einsame Wolf, der die Trinity-Soldaten da auch schon abgemeuchelt hat. Würde mich wundern, wenn wir hier einfach so friedlich durchkämen. Obwohl, hier hüpfen lebendige Hasen rum. Das ist doch ein gutes Zeichen. Oh! Ich dachte, ich hätte einen Bogen. Hallo. Okay.
hin und wieder müssen wir ein bisschen jagen. Oh, was haben wir da? Hallo? Was ist das? Alle guten Dinge sind drei. Jonah, ob er schon hier ist? Und Abigail? Dafür habe ich nicht genug Platz. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Fehlende Ausrüstung für den weiteren Fortschritt. Das Seilaufstiegswerkzeug. Okay, das fehlt uns noch. Seilaufstiegswerkzeug. Also hier ist ein großer Bereich. Gehen wir noch mal kurz nach rechts. Ein Stück geht es da auch noch weiter. Was ist denn? Wer ist da? Hallo? Hallo? Ich kann dir helfen. Geh weg! Du darfst nicht hier sein! Hör mir zu. Ich weiß, es tut weh, aber... Mabutul! So, Thema erledigt. Trinity. Ich helfe dir. Danke. Wedge! Wedge! Wer bist du? Weswegen bist du hier? Ich bin Forscherin. Lara Croft. Sie kommen wieder. Wir müssen verschwinden. Bringt sie mit. Hey, geht's noch? Du bist nicht nur mein Sohn, ein Erbe. Begib dich nicht in unnötige Gefahr. Hätte diese Frau uns gefunden, wenn du nicht dort gewesen wärst? Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Wie hast du uns gefunden, wenn du kein Mitglied des Kults bist? Ich bin einer Karte aus einem Tempel gefolgt. Ich habe erwartet, Ruinen zu finden, nicht euch oder etwas wie das hier. Wieso hat der Kult deinen Sohn angegriffen? Ich habe ihre Abzeichen erkannt. Ich kenne sie als Trinity. Ich versuche, sie aufzuhalten. Wovon willst du sie abhalten? Sie suchen nach einem Artefakt. Es sieht wie eine silberne Schatulle aus. Sie gehört zu einer Mondgöttin.
Wieso willst du das? Willst du es stehlen? Verkaufen? Nein, aber es darf Trinity, dem Kult, nicht in die Hände fallen. Sie sind sehr gefährlich. Wieso? Was haben sie dir getan? Sie haben meinen Vater getötet. Kann ich dir was zeigen? Weißt du, was das ist? Das ist Paititi. Du bist bereits hier. Die verborgene Stadt. Aber was bedeutet dieses Auge? Das ist der Tempel des Todes und der Opferung. Denkst du, dein Artefakt ist dort? Ja. Niemand ist je von dort zurückgekehrt. Ich möchte es versuchen. Das wagst du nur, um den Kult aufzuhalten? Ja. Bringt ihn zu mir. Jonah. Geht's dir gut? Kennst du diesen Mann? Er ist mein bester Freund. Ist Abby... Dir geht's gut. Wer sucht noch nach dir? Niemand sonst. Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir bringen dich zur silberäugigen Schlange. Dein Freund bleibt hier. Wenn du lügst, wirst du nicht weit kommen. Und ihm wird es nicht gefallen. Das ist doch nicht nötig. Ist schon gut. Ich warte hier. Edsley, bring dieser Frau frische Kleidung. Uchu, du bleibst bei ihm. Ich bin so schnell es geht wieder hier. Okay. Ganz hübsch hier. Sei still. Das ist unglaublich. Wir haben es geschafft. Die verborgene Stadt. Paititi. Blaue Reihertunika. Ich kenne deinen Namen nicht. Oh, entschuldige. Als Rebellenführerin muss ich vorsichtig sein. Ich bin die rechtmäßige Königin. Unuratu. Edsley, du schuldest mir noch einen Bericht. Ja, Mutter. Da war etwas. Heute Morgen. Ja? Ich habe gesehen, wie Haka mit seinem Nachbar gestritten hat. Er schien wütend zu sein. Als ich näher kam, waren sie plötzlich still. Dann haben sie gelacht, als hätte einer von ihnen einen Witz gemacht. Er plant irgendetwas. Gut gemacht. Danke, Mutter. Hey. Hi. Wie du siehst, leiden Geheimnisse in Paiti. Solltest du von unserem Plan abweichen? Erfährst du davon? Ist schon klar. Sie ist hier, um etwas für mich zu suchen. Mach dir darüber keine Sorgen. Gabriel? Ja, in Wochen. Kujalik in Lechon. War Vater in meinem Alter ein Speer? Er war ein Jäger. War er grausam? Wenn es sein musste. Aber er war auch sehr gütig. Du erweist uns Ehre. Hallo, Kuali. Yeah.
bist du? Aber ich hab's gesehen. Er hat sie. Schluss, Taki. Du hast deine Würfel verloren? Gut, aber nicht lügen. Der Kult verstärkt die Wachen. Warum? Wegen der ich Stimme. Kann ihn sehen. Auch wenn Sturm sonst niemand kann. Erkläre ich dir später. Wunderschön. Sei gegrüßt. Hallo. Auf dem Markt gibt es alles. Edsley, sie hat sicher schon viele Märkte gesehen. Draußen? Ja. Aber kein wie unseren. Es ist nicht mehr weit. Hakan! Was ist das? Kultisten. Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Die Welt neu erschaffen? Was? Ich hab das schon mal irgendwo gehört. Da ist er! Ich weiß, wer das ist. Das ist Dr. Dominguez. Seht her! Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und Erlösung. In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden. Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan. Aber sein wahrer Name ist Amaru. Er kommt eigentlich von hier, doch wurde von Fremden aufgezogen. Die Menschen hier glauben an ihn. Aber du nicht. Mein verstorbener Mann, Sahiri, war sein Bruder. Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft Paititis. Nach dem Tod Sahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen. Ihr habt bereits den Sturm gesehen. Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen. Ich versichere euch, dass Paititi für immer und ewig überleben und gedeihen wird. Ich kenne Amaru. Wenn ihm wirklich gelingt, was er will, wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen. Er wird die Rebellen vernichten. Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden. Ja. Wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden. Vielleicht spürt Amaru noch ein wenig Vernunft und Liebe. Tod allen Verrätern! Sie werden ihre Strafe bekommen! Hakan, hör auf! Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen. Du darfst die Rebellion nicht für Gefühlsausbrüche riskieren. Edsley, erkunde die Gegend. Wir treffen uns an der Bergkante. Letzte Warnung. Verschwinde. Folge Edsley. Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken. Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen.
warst gewarnt, friedlich zu bleiben. Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren. Amaru verliert langsam die Geduld. Es kommt nicht wieder vor. Jonah, kannst du reden? Ja, ich bin mit Uchu im Lager. Alles bestens. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Wow. Ich gehe zum Auge der Schlange. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe. Ja, okay, dann machen wir hier jetzt einen kurzen Cut und dann geht's an der Stelle im nächsten Part weiter. Es scheint aber so, dass wir noch rechtzeitig gekommen sind. Dr. Dominguez hat ja gerade diesen Dolch gezeigt, den er uns entwendet hat, ja. Aber er hat hier seine Machenschaften noch nicht vollenden können. Wir sind also noch in der Lage, das Schlimmste zu verhindern. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es euch geht. Ich bin begeistert von Paititi. Ja, es ist eigentlich, übertrifft es schon die Erwartung, die ich hatte. Ich finde, dass das hier wirklich wunderschön gemacht ist, dieses Bergdorf hier. Und das werden wir uns auch im nächsten Part etwas genauer angucken und mal nochmal runtergehen zum Markt, gucken, was es dort alles gibt. Vielleicht die Waffen aufbessern oder vielleicht eine andere Waffe kaufen, mal gucken. Und dann sage ich danke fürs Zusehen bis hierhin und wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Part wieder. Macht gut und ciao.